glaube, das wird eine tolle Strecke. Aber es ist wieder ein bisschen stärker. Oh, ich hange mich jetzt gerade so ein bisschen von Ort zu Ort. Mann, wenn es so gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht losgefahren. Ah, verdammt. Der Reifen ist platt. Moin, ich bin wieder am Plockensee in Grevesmühlen. Ja, ich habe hier übernachtet, denn ich kann hier noch eine zweite Runde drehen. Nämlich das richtig westlichste Stück des westlichen Backsteinrundweges. Das geht heute von hier Grevesmühlen runter nach Sievershagen. Da bin ich ja dann Richtung Süden gefahren, Richtung Schwerin. Aber da werde ich in Sievershagen dann abbiegen, Richtung Schönberg, dann hoch nach Dassau an die Ostseeküste. Klütz vorbei, Boltenhagen und dann geht es hier wieder zurück nach Grevesmühlen. Gute 100 Kilometer, schöne Landschaften hoffe ich. Leider ist das Wetter noch nicht ganz so toll. Etwas nieselig, ordentlich Nieselregen. Im Moment ist es wieder etwas trockener, aber Regenjacke habe ich an, Regenhose und so habe ich mit. Schlimmes ist nicht angesagt, das wird man schon aushalten können. Sonst stellt man sich mal kurz unter. Also wird es wohl hoffentlich trotzdem schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Im Moment regnet es ein wenig stärker, habe ich mich ein bisschen untergestellt, aber es sieht so aus, ob es jetzt schon wieder weniger wird, aber jetzt bin ich hier in Sievershagen, da kommt ja gleich die Stelle, wo ich gestern anders gefahren bin wie heute, kann ich auf der Karte mal zeigen, da ist Sievershagen, da bin ich runter, das ist das Stück, die 3,5 Kilometer, die Kopfsteinpflaster waren, aber ich fahre jetzt hier rüber. Schönberg, und da geht es dann hoch nach Dassau, hier oben längs, nicht an die Ostsee erstmal, darüber Hakensee, Großschwansee, da gibt es anscheinend auch ein Schloss, ein kurzes Stück dann an der Ostsee und dann wieder zurück, Kalkhorst, da ist noch ein Schloss, hier rüber, oh, da sieht es auch schon wieder nach Kopfsteinpflasterstück aus, ein kurzes, dann hier runter, rüber nach Klütz, da ist das Schloss Bodmer, hoch nach Boltenhagen und dann bin ich schon wieder an Wohlenberger Wieg. Dann geht es hier runter nach Grevesmühlen. Also ich glaube, das wird eine tolle Strecke, aber jetzt wird es wieder ein bisschen stärker. Ein paar Minuten muss ich noch warten. Ich hange mich jetzt gerade so ein bisschen von Ort zu Ort. Es nieselt weiter, gerade eben war es mal wieder stärker am Regnen. Dann nutze ich das halt für eine kleine Snackpause. Wenn man hier so sieht, man muss auch mal ein bisschen auf den Berg hoch. In Anführungsstrichen Hügel eben. 90,
auf 90 Meter Seehöhe. Aber dann hat man wieder so eine tolle Aussicht. Es ist doch recht hügelig hier, muss ich echt sagen. Es geht hier hoch und runter, seichte Hügel. Sieht richtig schön aus, bei Sonne natürlich wäre es besser gewesen. Aber naja, kann man nicht ändern. Es war eigentlich auch besser vorhergesagt. Aber ich nehme jetzt so, wie es kommt. Es ist echt im Moment wieder nur ganz fein. Ich hoffe, es bleibt so fein und nicht so ein stärkerer Regen. Dann kann man ruhig weiterfahren. Herrlich. Trotzdem herrlich. Aber weiter geht's nach Schönberg. In Schönberg angekommen, immer noch im feinsten Nieselregen. Also Wetterbericht hätte gesagt, um spätestens 10 Uhr hört es auf. Jetzt soll es erst um 12 Uhr aufhören und viel schlimmer ist, es ist nur dieser Streifen hier, so 20, 25 Kilometer Streifen, genau hier rüber ist der Nieselregen. Es ist echt, es war nicht so vorhergesagt. Mann, wenn das so gewusst hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht losgefahren, aber ich finde, ganz so schlimm ist das jetzt auch nicht. Man kann es irgendwie aushalten, was es relativ warm ist. Hier muss man noch nicht mal eine Regenhose anziehen. Schönes kleines Örtchen jetzt hier, muss ich sagen. Schön gelegen, da hinten ist ja auch noch ein See da unten. Man ist hier so ein bisschen auf dem Berg, ist die Kirche. Oh, ganz nett. Und man hört, oh, die Orgel ist ja gerade Gottesdienst. Ist ja Sonntag. Oh, dann geht es jetzt weiter Richtung Norden, würde ich sagen, Richtung Dassau. Das ist das Nächste. Es ging jetzt einige Kilometer hier an diesem Wirtschaftsweg entlang. Das war auch mal eine Bahntrasse hier. Richtig gut, schöne Gravelpassage, denn auf der einen Seite war auch immer das Tal der Stepenitz, das unter Naturschutz steht. Auch richtig schön. Und ja, Dassau ist nicht mehr weit. Hier steht das Schild auch wieder richtig. Westlicher Backsteinrundweg und auch der Iron Curtain Trail ist ja auch. Und was man hier auch sieht, Rastplätze, das gibt es auf diesem Weg auch immer wieder. Das muss ich sagen, es ist nicht der Hauptweg. Okay, jetzt ist gerade natürlich der Iron Curtain Way Trail gerade hier mit drauf, aber das war auch immer sonst und gestern auch immer. Da waren immer Rastplätze, also eigentlich richtig gut gemacht. Das hat auch solche überdachten Plätze. Das hat mir manchmal auch immer gefehlt bei anderen Radwegen, die ich schon gefahren bin in Bayern oder so. Aber hier ist das dabei. Naja, das ist jetzt das Nächste, ist bei da. Travemünde, das Schöne, auch nicht mehr weit, aber da komme ich nicht durch.
Nun bin ich hier in Dassau angekommen. Ja, das ist doch die Heimat von Jens Vogt. Ach, hier wird sogar schon eine Straße nach ihm benannt. Ja, war auch ein guter Radsportler. Ich habe ihn ja noch aktiv gesehen, auch live. Ich habe sogar ein Autogramm von ihm mal geholt. Ja, ein ganz netter Typ. Ja, und ja, was soll ich sagen? Schönes Städtchen ist das hier auch. Aber als ich hier in Dassau reinkam, merkte ich, ah, verdammt, der Reifen ist platt wieder hinten. Keine Ahnung warum, vielleicht wieder hat sich der Flicken gelöst, da ist immer noch der geflickte Reifen drin gewesen. Ja, egal, aber dann war genau das vorm Imbiss, es ist ja Mittagszeit, ja, dann musste ich mir was holen, ich habe mir eine Reispfanne geholt. Ganz schön viel auf den Schreck habe ich hierher geschoben, hier runter. Da oben ist die Bundesstraße, hier ist die Mündung der Stepenitz. Ja, ein schönes Plätzchen, aber leider muss ich gleich nochmal bummeln, das Reifen wieder rausnehmen. Ist halt so, aber jetzt habe ich Hunger, jetzt wird gegessen und dann wird gearbeitet, damit es wieder weitergehen kann. Konnte ich gerade das angenehme, eine Pause, eine Mittagspause mit dem unangenehm verbinden mit dem Schlauchwechsel. Ich habe jetzt nur einen neuen Schlauch reingetan und nicht nachgeschaut, ob nur der Flicken jetzt kaputt war oder irgendwas. Also gefunden habe ich nichts, aber muss auch sagen, der Hinterreifen ist auch schon wieder etwas blank, also der schon wieder runtergefahren, da muss auch wieder ein neuer rauf. Naja, wenn man so viel fährt, ist auch Verschleiß. Aber hier geht es jetzt ja, Richtung Norden, weiter hier am Dassauer Wieg oder wie das heißt, oder Bucht, geht es erstmal hoch Richtung Travemünde, aber nicht ganz hin. Da biege ich dann wieder nach rechts ab, nochmal ins Landesinnere, bevor ich ja an die Ostsee endlich mal komme. Ostsee erreicht. War richtig schön warm hier. Ich glaube, das Wasser ist wärmer als die Luft. Ich habe jetzt so 16 Grad jetzt. Wasser um die 20. Das ist jetzt hier die Lübecker Bucht. Man kann ja überall die Badeorte alle sehen. Travemünde, Scharbeutz, Grömitz, wie sie alle heißen da drüben. Aber hier auf dieser Seite ist es auch recht schön. Da liegt ein bisschen kiesig der Strand, aber trotzdem okay. Das Wasser lädt eigentlich zum Baden ein, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich habe ja gut Zeit verloren jetzt durch meine Panne und alles. Da muss ich jetzt gleich weiter, aber immer wieder schön an der schönen Ostsee hier. Ach, herrlich. Aber es geht gleich weiter. Ein Stück noch hier entlang des Ostseeküstenradwegs und dann schon wieder rein ins Landesinnere.
jetzt müsste ich auf das Stück sein, was ich einmal dachte, weil es auf der Karte gestrichelt war, dass es vielleicht Kopfsteinpflaster ist. Es ist aber Schotter, also beste Materie zum Radfahren. Aber hier war alles Raps hier, die riesigen Felder. Also im Frühjahr muss das hier ganz toll gewesen sein, wo das hier geblüht hat. Boah, also echt fast bis zum Horizont sozusagen. Oh, richtig schade, dass ich jetzt hier bin. Aber egal, der Radweg führt mich hier durch die Ortschaften. Einsame Straßen, nicht viel Verkehr. Kann man gut fahren. Mal sehen, was jetzt noch kommt alles. Hier ist ja auch schon wieder so ein Schild, was eigentlich nicht stimmen kann. Grevesmühlen 5,1 Kilometer. Das muss viel mehr sein. Mindestens eine 1 fehlt da, weil mein Track ist jetzt noch 30 Kilometer lang, aber der geht ja auch noch ein bisschen hin und her. Aber 5,1 sind das ja lang nicht. Also ich würde sagen 15. So, direkte Linie. Also irgendwas stimmt hier öfters nicht mit diesen Schildern. Da siehst du, auf dem nächsten Schild steht 11 Kilometer. Also muss ich ja ungefähr recht gehabt haben. Also das ist merkwürdig. Komische Fehler sind hier überall. Aber westlicher Backsteinradweg oder Rundweg, das steht hier auf jeden Fall richtig drauf. Gerade aus einem schmalen Pfad entlang und auf einmal steht man hier vor so einem prächtigen Schloss. Das Schloss Bodmer, im englischen Stil, habe ich gelesen, ist das nachgeahmt worden. Die Geschichte, die kann man ja mal einblenden oder auch googeln. Das ist echt interessant, wie das hier entstanden ist. Wow, echt prachtvoll hier. Unglaublich, so mitten in der Landschaft. Hier ist eigentlich gar nichts und auf einmal steht hier so ein Ding. Unglaublich, aber es war auch gerade eben echt eine tolle, ich muss sagen, eine schöne Route. Auch über so einen Gutshof, so einen Café und war echt toll. Auch jetzt gerade der kleine schmale Pfad da einfach so mitten durch die Felder. Richtig klasse. Hat mir sehr gut gefallen und jetzt steht man hier. Völlig andere Welt. Wow. Aber ich muss sagen, natürlich habe ich es erwartet hier, dass es jetzt kommt. Aber es ist doch irgendwie trotzdem eine ganz andere Welt. Aber jetzt geht es weiter nach Richtung Klütz und dann Boltenhagen. Das ist dann schon auch wieder die Ostsee. Durch die Touristenhochburg Boltenhagen bin ich durch, weil da war richtig was los. Eigentlich wollte ich da eine schöne Abschlusspause machen. Ja, ihr hört richtig, Abschlusspause.
am Strand, aber da war entweder zu bezahlen oder alles voll. Keine Chance, da eine Pause zu machen, so richtig gemütlich auf einer Bank oder so. Ja, und Abschlusspause, weil ich habe jetzt nur noch 14 Kilometer, 12, habt ihr davon schon gesehen gestern. Ja, und dann kann ich sagen, da mache ich jetzt Schluss mit dem Video, es lohnt nicht weiter zu filmen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, diese Tour zu machen. Also heute war auch wieder ein schöner Tag, auch wenn es am Anfang geregnet hat. Nur ab Schönberg war das ein richtig schöner Radweg bis hier Boltenhagen. Das kann ich nur sagen. Also ich war begeistert. Ist natürlich auch eine sehr, sehr lange Strecke. Wenn man ja, nur 50 Kilometer schafft oder so, dann hat man auch nicht viele Highlights. Denn zwischen den Ortschaften und so sind fast immer nur Felder. Aber durch diese ganzen Hügel hat man natürlich auch wieder ein bisschen Aussicht gehabt. War heute natürlich nicht ganz so doll wegen dem Regen heute Morgen, aber so wie jetzt bei diesem schönen Wetter auf einmal ist natürlich klasse. Man sieht da noch so ein bisschen Ostsee, das Wohnberger Wieg, wo ich gestern da unten auch längs gefahren bin. Ein richtig schöner Tag jetzt geworden. Kann man gar nicht glauben, dass es so schlecht war heute Morgen, aber ich kann sagen, es war trotzdem ein sehr schönes Wochenende. Gestern, heute, eigentlich war es heute sogar fast noch besser, weil man ist nicht so viel durch große Städte gefahren. Irgendwie, das ist doch ein bisschen gemütlicher. Also der Weg an sich ganz toll und er ist ja auch noch nicht zu Ende, denn da hinten ist Wismar. Man sieht so ganz leicht so ein bisschen rüberlucken die Werft. Dahinter Richtung Rostock, da geht der Weg noch weiter. Aber ob der jetzt als nächstes kommt, kann ich nicht sagen. Vielleicht warte ich auch noch ein bisschen länger, wenn ich wieder 2 Tage Zeit habe am Wochenende und nicht nur ein. Es lohnt sich eigentlich mehr, wenn man 2 Tage hier irgendwie verbringt und so eine große Tour macht, wenn man ein bisschen weiter wegfährt. Also, kann ich nicht sagen, was kommt. Vielleicht warte ich auch bis nächstes Jahr, wenn der Raps mal wieder blüht. Wenn so ein Feld hier als blühendes Rapsfeld ist und es sind so riesige Felder hier, dann wow, muss richtig toll aussehen. Ja, ich kann sagen, es war richtig schön. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich mache jetzt hier meine Abschlusspause. Schade, nicht am Strand, aber hier unter dem Baum ist es auch schön. Nicht so eine ganz tolle Aussicht, aber egal. Schöne Bilder hat es wohl hoffentlich gegeben. Also hoffentlich hat es dann auch gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss.